Sie haben 20 Jahre in einem österreichischen Stift gelebt und sind jetzt hier in Stift Neuburg. Damit haben Sie nicht nur das Kloster, sondern auch die Kongregation gewechselt. Was sind die Unterschiede und was genau ist eine Kongregation? Kongregationen sind im Grunde nichts anderes als Interessenzusammenschlüsse verschiedener Benediktinerklöster. Die können sich regional definieren, zum Beispiel die österreichische oder die bayerische Benediktinerkongregation, oder sie können sich eher auch von einer bestimmten Ausrichtung definieren, wie zum Beispiel Beuron oder vor allen Dingen die Missionsbenediktiner von St. Ottilien. Der Unterschied zwischen den österreichischen Benediktinern und denen der Beuroner Kongregation ist der, dass die Österreicher sehr stark engagiert sind in der Pfarrseelsorge und in den Schulen. Das ist etwas, was man in den Beuroner Klöstern fast überhaupt nicht kennt. Die Beuroner Klöster sind traditionell sehr stark gewesen, immer in der Wissenschaft, und sie haben ein sehr autarkes Leben geführt, das heißt viele Brüder gehabt, die tatsächlich von der Landwirtschaft bis zu den Handwerken alles selber ausgeübt haben.